Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Mad Evil Dynasty. Schön, dass ihr wieder reinschaltet, liebe Leute. Es ist soweit. Wir haben Winter. Guckt mal hier raus, Leute, wie geil das aussieht. Wir haben Winter. Ich habe noch in den letzten Stunden der Herbstnacht habe ich noch den restlichen Kohl eingesammelt. Ich hatte noch mal im Dorf alle Kohlsuppen verkauft, weil ich mir dachte, wir müssen ja eh noch Kohl ernten und können dann einfach nochmal neue Kohlsuppe machen. Das ist auch geschehen. Ey, das sieht so romantisch aus gerade. Das ist ja so richtig geil, Freunde. Genau, was habe ich noch gemacht offscreen, als ihr nicht dabei wart? Genau, da war ja noch ein so ein Auftrag, wo ich dachte, wir müssen 70 Weizen oder sowas besorgen. Nee, das, die 70 Weizen, die waren die Belohnung. Ich musste lediglich, glaube ich, eine Kupferschaufel, die hatte ich noch in der... Im Materiallager und 10 Säckchen herstellen. Und ich habe ja so viel Leder, das habe ich dann gleich vor Ort gemacht. Sorry, dass ich das nicht mit aufgenommen habe, aber ich hatte halt auch ein bisschen Zeitdruck, um das hier alles zu managen, weil ich musste ja noch hierher gehen. Es war ja dann schon fast abends und ich musste den Kohl noch schnell ernten, weil ich mir gedacht habe, wenn die nächste Jahreszeit kommt, ist der Kohl vielleicht auf dem Feld vergammelt. Das weiß ich nicht, aber ich bin auf Nummer sicher gegangen. So, Freunde. Jetzt gehen wir es erstmal gemütlich an, wie es im Winter so ist. Das Geile ist, wir frieren nicht, weil wir schon sehr, sehr gute Klamotten haben. Und übrigens, wurden ja von euch die Tipps gegeben, mach bei den Fertigkeiten unbedingt immer mehr Erfahrungsgewinn. Und ich hatte ja mal so einen YouTube-Guide gesehen, wo davon abgeraten wurde. Und jetzt weiß ich auch, warum davon abgeraten wurde. Weil, wartet, wir haben hier nämlich irgendwas nämlich schon voll. Hier, Überleben haben wir bereits auf Maximum, aber hier sind noch Felder offen. Und hätte ich zum Beispiel kein XP-Gewinn hier reingesetzt in diese Punkte und in diese Punkte, nee, Quatsch, das ist bessere Temperatur, sondern hier in diesem Punkt, hätten wir den jetzt noch irgendwo anders vergeben können. Das ist ein bisschen blöd gelaufen, ne? Also ist es wirklich ratsam, dieser mehr Erfahrungsgewinn dort eben nichts reinzumachen. Das ist jetzt für den Anfang gut, ne, wenn man schnell leveln will, aber letztendlich ist es im späteren Spielverlauf echt ein Nachteil, weil dir eben diese Punkte fehlen. Und du levelst ja so oder so. Also du kriegst ja die ganze Zeit XP, aber ist dann hier irgendwann das Maximum erreicht, ist es vorbei. Ne? Deswegen würde ich an eurer Stelle, wenn ihr neu anfangt, unbedingt diese Punkte vermeiden, wo man mehr Erfahrungsgewinn bekommt, weil es halt Käse ist, ne? Gut, Freunde, gehen wir es mal an. Ich habe mir was aufgeschrieben. Ich habe ja Flachs noch gekauft, also Flachshalm. Da gucken wir mal, wie viel wir insgesamt haben. Immer noch die Ark-Truhe öffnen Methode. So, dann hier Flachshalm haben wir 118. Das ist viel. Und dann gehen wir gleich mal hier ran und stellen ein bisschen Garn her. Freigeschaltet hatte ich es, glaube ich, schon. Spinnrad, genau, Leingarn. So, können wir 23 herstellen. Das ist doch schon mal eine Menge. Die werden wir dann gleich weiterverarbeiten zu den Fischbären. Und dann haben wir nämlich gleich wieder richtig viel Fisch. Da gehen wir mal kurz auf Rotauge. Das ist egal. Dann sind sie halt schnell alle, wenn dieser Bug überhaupt noch vorhanden ist, ne? So, 23 Leingarn. Sehr schön. Hier an der Werkstatt war es, ne? Steinwerkzeuge. Da brauchen wir Holz, Stämme und Steine. Holen wir uns. Genau, wenn der Bug vom Rotauge noch sein sollte. Ich weiß, Bug-Using ist scheiße, aber wir nutzen den mal. Der steht ja, also es ist halt so, viele sagen, es ist gar kein Bug, aber es ist tatsächlich ja doch ein Bug. Technologie, Quatsch, in der Verwaltung, wollten wir gucken. Und zwar Jagd, Fischerhütte, ne? So, ist jetzt gerade Barsch, ne? Der macht jetzt 4,61 Barsch am Tag. Würde ich jetzt auf Rotauge gehen, macht der, glaube ich, 50 am Tag oder so. Was ja offensichtlich ein Bug ist. Dafür verbraucht es aber auch die Sperre schneller. Wir machen mal ganz kurz hier runter. Nur um mal zu schauen. Rotauge.
So, bei Rotauge steht jetzt hier 16 Rotaugen macht er angeblich. Wartet, wir gucken mal. Hier steht's nochmal. Ist die Frage, war das die Fischerhütte, die besetzt ist? Genau. So, und wir werden aber gleich sehen, am Ende des Tages, dass es wesentlich mehr Rotaugen sind, weil das halt ein Bug ist. Okay, Stämme und was waren Steine? Nehmen wir mal, Quatsch, so viel brauchen wir doch gar nicht. Was habe ich denn hier vor? Bestätigen? Es war viel zu viel, ne? Wir brauchen auch noch Steine, wartet mal. Ich hau mal die Hälfte wieder raus. Ah, weil ich noch Kohl einstecken habe. Nee, das war's nicht. So viel Kohl ist es gar nicht. Steine. So. Leicht überladen, aber gar kein Problem. Stellen wir mal Fischsperre, ja. Achso, und dadurch, dass ich jetzt nochmal... ich habe auch das komplette Fleisch, das gekochte, habe ich auch noch verkauft. Guckt mal, wie viel haben wir denn? Wir sind ja bei 2400 Münzen. Das sieht richtig gut aus, Freunde. Und wenn wir jetzt nochmal Fisch herstellen, dann sind wir fürs nächste Jahr erstmal safe. Dann können wir erstmal die ganzen Baupläne freischalten und so weiter und so fort. So, wie viel können wir hier machen? 7. Okay, an was mangelt's? An Holzstamm nochmal. Die 7, die schmeiße ich gleich rein. Wieso sind wir denn immer noch überladen? Aber die Fischsperre auch noch was wiegen, ne? Und dann werdet ihr gleich sehen, wie schnell die Fischsperre weg sind. Hier waren ja eigentlich gerade noch 2 drinne, die schon ewig gehalten haben. Sind auch immer noch 2 drinne. Vielleicht ist der Bug ja aber auch schon beseitigt worden, ne? Das kann sein. Dann ist alles gut. Wo sind sie denn? Hier. So, dann haben wir jetzt 16 Fischsperre drin. Und die würden ja, würde dieser Bug nicht existieren, über Tage halten, ne? Also so viel Fischsperre. Okay. Was wollten wir nochmal? Holzstämme. Quatsch, so viele. Ich hoffe, das reicht. Und dann können wir mal in die Truhen gucken. Ich habe noch mal eine dritte Düngertruhe gebaut. Und die mit Pilzen gefüllt. Das waren auch noch so die letzten Minuten, die ich im Herbst verbracht habe. Wieso kommen jetzt hier nur 2 raus? Was fehlt denn da jetzt schon wieder? Steine. Ich werd bekloppt. So was Doofes. Aber wir sind nach wie vor überladen. Ich muss jetzt nochmal gucken, ob ich hier vielleicht irgendwas einstecken habe. Flachshalm. Was hier so viel wiegt. Wartet mal, man kann ja hier nach Gewicht machen. Nee. Nee, kann man nicht. Obwohl, doch irgendwo ging das, ne? Ich hab's schon wieder vergessen. Was wiegt denn hier so viel? Ah ja, die Holzstämme, ist klar. Das sind eigentlich nur die Holzstämme. Und dann nehmen wir nochmal Stein raus. Und das sollte dann auch erstmal reichen. Ein bisschen, falls jetzt noch Garn übrig bleiben sollte, können wir ja vielleicht noch für andere Dinge gebrauchen, ne? So, laufen wir mal hier ein bisschen zickzack, da sind wir ja schneller. Cooler Scheiße. Die Aufnahme läuft, ja. So, dann sind es nochmal 6. Dann sind wir erstmal gut bedient. Kriegen wir ordentlich Kohle zusammen mit den Fischen, die da rauskommen. Übrigens kommt pro Rotauge immer nur ein Filet raus, ne? Jemand hatte ja geschrieben, ja, wenn du so und so viel Rotaugen 50 fängst und dann kriegst du da raus 350 Filets, ist aber nicht so. Aber jetzt checken wir nochmal hier. Das sind insgesamt 32 Fischsperre. Das ist eine Menge. Dann schmeißen wir den anderen Kack jetzt wieder hier raus.
Leingarn. Haben wir noch 8 über. Das ist gut. Und dann machen wir Dünger. Ich bin ja mal gespannt, wie viele Rotaugen jetzt schon da sind. Wir gucken mal ganz kurz ins Nahrungslager. Also Barsch müssten ja ein paar drinne sein. 21. Rotauge sind schon 2. Vielleicht ist der Bug aber auch behoben worden. Das kann natürlich sein. So, ja, hatte ich doch vorhin noch Kohl gesehen. Der kann rüber. Na komm, mach auf. Jaroslava. Stimmt. Dich muss ich mal in der Verwaltung in eine andere Hütte stecken. Wie viele Häuser haben wir denn? Ist hier noch ein kleines Haus? Hier, 0 von 3. Da geht die Jaroslava jetzt rein. Denn eventuell könnte das unsere zukünftige sein. Wie mache ich das? Da draufklicken, leerer Slot. Und jetzt Jaroslava bestätigen. Ach so. Das gefällt dir, ne? Was ich mal noch gucken wollte, ist, wie viel Kalkstein wir mittlerweile haben. Vielleicht können wir ja schon mal anfangen, die ersten Wände zu verputzen. Lass mal kurz schauen. Kalkstein 88. Wie viel brauchen wir, um eine Wand zu machen? Also es sind ja echt eine Menge Häuser schon. Dekorieren. Nee, wie geht denn das? Ah, vielleicht muss ich das erst freischalten. So, hier hat man ja einen Punkt dazu bekommen, beziehungsweise 2. Auch nicht schlecht. Was war das hier? Geringerer Ausdauerverbrauch beim Bauen. Das möchte ich bitte. Wo gucke ich denn da? Bei Technologie wahrscheinlich, ne? Einfaches Haus. Baumstockhocker, Baumstammbank, Holzregal, Hakenleiste. Nee. Wie konnte ich das denn verputzen, Leute? Hier geht nur dekorieren. Ah, hier. Zerstören, Putz entfernen, verputzen. Da brauchst du 8 Kalkstein. Ah ja, verstehe. Hier nur 6 mit Fenster. Da brauchst du schon ganz schön viel. Okay. Dann lassen wir das mal. Packen wir den Hammer wieder weg. So. Machen wir erstmal Dünger. Ich habe gelesen, im Winter kann man Karotten anbauen, Verdorbenes. Oh, jetzt sind wir ein bisschen überladen. Vielleicht gehen wir dann mal, wenn wir einen Fisch verkaufen, gleich noch Karotten holen. Hier war es nicht. Wo machte ich das? Hier. An der Werkbank. Dünger. Bestätigen. Problem ist, was wir jetzt ein bisschen haben, ist, dass wir wahrscheinlich im Winter nichts finden, was wir in diese Komposter reinschmeißen. Ich schmeiß mal ganz kurz ins Materiallager den Dünger. Können wir auch gleich mal schauen, wie viel wir mittlerweile haben. Ach, ist das cool. Ist voll gemütlich im Winter. 59. So, haben wir schon 119. Das ist gut. Also haben wir ein bisschen vorgesorgt. Aber auf kurz oder lang müssen wir eine andere Variante finden, weil das ist schon sehr, sehr zeitraubend, jetzt Beeren oder Pilze zu pflücken, um dann die Komposter zu füllen. Und wir brauchen ja dann später richtig viel, weil wir ja noch mehr Felder anbauen. Aber da gibt es wahrscheinlich noch irgendwas mit dem Schweinestall oder so, ne? Dass der vielleicht Dünger produziert. Aber für den Schweinestall brauchst du ja dann auch wieder fressen. Ja, 179. Und das letzte machen wir jetzt auch noch zusammen.
Und dann können wir ja mal, ich weiß nicht, wie flirtet man in dem Spiel? Können wir ja auch mal ausprobieren. Jaroslava. Ich bin gespannt, wann die ersten denn schwanger sind. Ob einem das angezeigt wird irgendwo oder... Müssen wir mal gucken. Oder ob die dann einen Kugelbauch haben. Gut. Geil, haben wir richtig viel Dünger. Ein neues Level in Landwirtschaft haben wir auch. Es geht vorwärts, Leute. Sind denn hier alle glücklich, Verwaltung? Ja, solange hier ein grünes Smiley ist, mache ich mir erstmal keine Sorgen, ne? Mal gleich mal gucken, wie viele Steine wir eigentlich haben. So, wo war der Dünger? So, 239 Dünger. Warte, Moment, Kalkstein 90, das läuft. Steine 52, naja, wir lassen das mal noch so. Sonst hätte ich jetzt erstmal voll auf Kalkstein gemacht. Kupfererz sind schon 13. Hm. So, wo ist denn die Jaroslava? Du bist nicht... Wo findet man die jetzt? Wird ja wahrscheinlich irgendwo draußen rumseppeln, ne? Noch nie geflirtet in dem Spiel. So, Jaroslava. Halt. Lass mich dich mal genauer ansehen. Also Romantik würde ich jetzt noch nicht anfangen. Erstmal unterhalten, oder? Was beschäftigt dich im Moment? Oder wie war dein Tag bisher? Oder worin bist du besonders begabt? Oder hast du mit irgendetwas Schwierigkeiten? Ah ja, da findet man quasi raus, was die für positive und negative Eigenschaften hat. Okay, wir fragen erstmal, was beschäftigt dich im Moment? Ich wünschte, etwas würde dieses schlafende Tal aufwecken, wie ein Stein, der in ruhiges Wasser geworfen wird. Als Kind habe ich oft Steine über das Wasser springen lassen. Ich wäre gerne wieder so aufgeregt, wie ich es während dieser unbeschwerten Zeit war. Mhm. Zuneigung 0% steht da. Wie war dein Tag bisher? Bisschen Smalltalk, ne? Der Winter ist gar nicht so schlecht. Sieh es von der positiven Seite. Es gibt weniger Feldarbeit zu erledigen und du kannst mehr Zeit in deinem warmen, gemütlichen Zuhause verbringen. Er ist außerdem die Jahreszeit der langen Geschichten und der Unterhaltungen am Feuer. Ha! Wir müssen Lagerfeuer und Bänke freischalten. Stimmt, dann fühlen die sich ja auch gleich wohler. Ey, das machen wir heute noch. Danke für den Tipp, Jaroslava. So, worin bist du besonders begabt? Ich liebe es, meiner Beute durch das Unterholz nachzustellen. Es ist unvorhersehbar und aufregend. Jede Jagd ist ein einzigartiges Erlebnis. Also dies hat Jägerin, ne? Und hast du mit irgendwas Schwierigkeiten? Ich habe nicht genug Kraft zum Hacken und Schürfen. Diese Arbeit würde ich lieber jemand anderen überlassen. Müssen wir gleich mal schauen, als was wir die eingestellt haben. Zurück. Wollen wir jetzt schon romantisch versuchen? Hm, ich bin mir nicht so sicher. Nicht, dass das in die Hose geht und dann hat die keinen Bock mehr auf uns. Lass mich dich mal genauer ansehen. Ach so, hier sieht man es ja. Jagen. Die hat doch gerade keinen Job. Aber wir haben ja auch Jägerhütte Stufe 2. Wir könnten die im Prinzip jagen lassen, ne? Okay, zurück. Halt, warte. Ich muss mal mit Romantik probieren. Du bist mir aufgefallen. Darf ich dich etwas fragen? Letzte Nacht hatte ich diesen seltsamen Traum. Ich war dabei, ein Haus zu bauen. Aber jemand anderes hatte die Kontrolle über meinen Körper und sah durch meine Augen. Dann hörte ich diese seltsame Stimme. Die klang, als käme sie von weit her. Sie sagte, Mist, er hat schon wieder Hunger. Sehr merkwürdig, oder? Ah, hier geht es um Nachwuchs. Das zweite wäre, seit meiner Kindheit habe ich Höhenangst. Es scheint, dass ich mich jedes Mal verletze, wenn ich falle. Was ist deine größte Angst? Oder wir fragen, ob sie Brüder oder Schwestern hat. Nee, ich mach mal das zweite. Was ist deine größte Angst?
Oh, Zuneigung plus 5. Das ist doch gut. In den meisten Situationen kann ich mich ganz gut behaupten, aber es gibt eine Sache, die mir tief drinnen furchtbare Angst macht. Verantwortung. Okay, dann ist das vielleicht doch nicht unsere zukünftige, weil Verantwortung bedeutet ja auch, dass wir beide dann ein Kind großziehen müssen und da haben wir ja ganz viel Verantwortung. Und ich meine, sie ist an meiner Seite, ich bin ja hier der, in der Siedlung quasi der Obertyp, der hier das Sagen hat, sozusagen. Ja. Wollen wir gleich weitermachen? Hast du eine Lieblingsfarbe? Meine ist braun. Ich weiß nicht wirklich warum. Ich habe mich damit einfach immer sicher gefühlt. Oder was ist dein größter Traum? Als Kind, als ich ein Kind war, wollte ich ein Abenteurer sein. Aber jetzt, ich weiß es nicht, ich wünsche mir einfach nur glücklich zu sein. Ja, doch, das. Was interessiert mich jetzt ihre Farbe, weißt du? Ich glaube, was ist dein größter Traum? Ist schon gut. Plus 5 Zuneigung. Das ist einfach. Ich will nie erwachsen werden. Wenn ich jemals eine Langweilerin werden sollte, wünsche ich mir, dass mich ein Blitz trifft. Verdammt, hätte ich mir Reichtümer wünschen sollen? Ey, die ist mir sympathisch. Die ist mir sympathisch. So, also 10% Zuneigung haben wir schon mal. Leb wohl. Take care. Wir haben ja noch dieses Würfelset. Vielleicht können wir der das schenken. Das ist 750 wert, aber dadurch, dass wir jetzt gerade gar keine Geldprobleme haben, könnten wir ja eventuell das ihr geben. So, jetzt suchen wir uns aber erstmal einen geeigneten Platz für eine schöne Sitzecke, für ein Lagerfeuer. Gute Frage, Leute. Hier kommt, ist ja ein Weg. Vielleicht hier so, oder? Guckt mal. Ja, das ist gut. Müssen wir mal schauen. Technologie. Ist die Frage, habe ich das vielleicht einmal auch schon irgendwo drin? Möbel, Fallen, Dekoration. Sitzgelegenheiten und Tische. Lagerfeuer. Einfaches Lagerfeuer, Holzlagerfeuer, steinumrandetes Lagerfeuer. Guck mal, das müssen wir freischalten. Aber wo? Schema da kaufen. Ach, das kann ich direkt hier machen. Kostet 150. Okay. Freigeschaltet. Jetzt brauchen wir 12 Steine und 6 Brennholz. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ich weiß, ich kann das hier oben auswählen, aber ich wähle immer das Falsche aus. Deswegen mach ich es so. Und wartet. Brennholz. Wie viel waren es? Ja, keine Ahnung. Ich nehme mal jetzt auch 12 raus. Oder hier ist doch super, diese Stelle. Mal noch ein bisschen sauber machen hier kurz. Ich hoffe, die Büsche verschwinden dann, wenn ich da drauf baue. Okay. Lagerfeuer. Steinummandetes. Wo ist hier ungefähr die Mitte? Ja, zwischen den Bäumen so. Genau. Ah ja, das verschwindet. Feuer entzünden. Dann brennt das schon mal. Und jetzt ein paar Sitzgelegenheiten. Arbeitsstationen. Bänke. Tische. Stühle. Sollen schon Bänke sein. Oh, 750 kostet das. Das ist schon eine Menge. 500. 500. Baumstammbank. Einfache Holzbank. Mit Rückenlehne. Holzbank mit Rückenlehne. Aber eigentlich am Lagerfeuer sieht sowas schon geil aus, ne? Aber 750. Naja, früher oder später müssen wir es ja eh freischalten, ne? Die könnte ich jetzt schon einfach bauen. Ey, komm, dann bauen wir eine einfache, oder?
Hat das eine Auswirkung auf die Stimmung der Leute, wenn man da bessere Bänke hinbaut? Weiß das einer? Ich nehme mal 40 Bretter mit. Nee, falsch. Doch, war schon richtig. Bänke. Ach nee, guck mal. Das kann ich ja noch gar nicht freischalten. Ah, verstehe. Ja, dann müssen wir jetzt das nehmen hier. 750. Dann brauchen wir noch Holzstämme. Ich habe auch viel zu viele Bretter eingesteckt. Ich hoffe, ich mache hier auch gerade das Richtige, ne? Nicht, dass ich für die hätte was anderes bauen müssen. Also, dass da speziell noch irgendwas gibt. So, machen wir mal 10. Okay. Wie viel stellen wir hin? 4 erstmal. 4 Bänke. Kann ich das drehen? Ja. Na siehste. Bin ich ja mal gespannt, ob die sich dann abends da hinsetzen werden. So. Hier noch eine gegenüber. Weißt du, wenn da mal zwei sitzen wollen, die vielleicht jetzt nicht mit dem ganzen Trubel hier zu tun haben wollen, wenn die da drüben wilde Gespräche führen, ne? So ist es zumindest bei uns immer, bei den Nachbarn, wenn wir da am Lagerfeuer sitzen. Das ist halt immer so eine Ecke, wo hier wilde Gespräche geführt werden und hier kannst du halt mal zu zweit ein paar Worte wechseln. Na, die steht vielleicht ein bisschen schief hier. Ja, egal, komm, dann machen wir noch eine da. Machen wir noch eine hin. Was soll der Geiz? Dann sieht's besser aus. Okay. Ja, das ist super, Leute. Das gefällt mir. So setzt die sich jetzt schon? Nee. Und ist denn jetzt die Stimmung dadurch höher? Nö. Ich dachte, ihr hättet mir mal geschrieben, Lagerfeuer und Bänke und so, dann das erhöht die Stimmung, aber kommt vielleicht noch. Ja, setz dich. Ja, sie setzt sich. Okay, das ist die Jaroslava. Zeig ich mal her. Geht dann die Stimmung nach oben? Nö, da passiert gar nichts. Aber cool, dass sie das benutzen. Das ist doch super. Alright, Leute. Jetzt haben wir schon wieder so viel Quatsch gemacht. Aber das macht ja auch irgendwie Spaß, ne? Dann gucken wir gleich mal nach dem Fisch. So, noch irgendwas hier drin, was hier nicht rein muss. Wieso habe ich 4 hölzerne Fiolen einstecken? Sind eigentlich alle versorgt? Ja. Alles noch gut. Alles im grünen Bereich. Cool. Nee, hier wollte ich gar nicht gucken. Hier wollte ich gucken. Rotauge 13. Das sind jetzt schon 13, ne? Wie viel stand da? Was das eigentlich macht? Produktion. Ja, kann schon hinkommen, dass der Bug beseitigt wurde. Cool. Aber, ah ja, stimmt. Wir können ja trotzdem schon mal Filets machen. 21. Hier noch 6. Obwohl. Nee, wir warten mal damit, bis kurz davor wir das Zeug verkaufen. Ihr habt mir ja gesagt, wenn das Zeug ein bisschen verfällt und du das jetzt weiterverarbeiten würdest, dann ist es wieder komplett bei 100%. Und ich habe ja jetzt nicht vor,
direkt zum Markt zu gehen. Wir haben ja noch genug Geld und Zeit. Na gut, dann ist es heute eine etwas kürzere Folge. Macht echt Spaß. Warte mal, wir schenken ja jetzt noch das Würfelset. Vielleicht hat die ja Bock drauf. Und ich mag das, wie der durch den Schnee watschelt. Ich mag das sehr. Guck mal, hier haben wir auch noch 25 Leinsamen drin. Müssen wir uns merken. So, 750 ist das wert. Bin gespannt, ob es ihr gefällt, ne? Ihr habt mir ja geschrieben, nicht alles gefällt den Leuten. Und du, fauler Hund? Achso, faule Hündin. How are you? Lass mich dich mal... Ah ne, Romantik. So, ich habe eine Kleinigkeit für dich. Keine Gegenstände. Ah, okay. Würde ihr jetzt das Würfelset quasi gefallen, wäre das jetzt hier drinne. Schade. Dann machen wir nochmal Romantik. Du bist mir aufgefallen. Darf ich dich etwas fragen? Arbeit kann uns oft unter die Haut gehen. Was machst du in deiner Freizeit? Oh, das ist eine wichtige Frage. Da trinken keine anständige Freizeitbeschäftigung ist, junge Dame, würde ich sagen, dass ich einfach gerne Spaß mit anderen habe. In jeder Beziehung, Zwinger. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Wieso nennt die mich jetzt junge Dame? Da steht da, trinken keine anständige Freizeitbeschäftigung ist, junge Dame, würde ich sagen, dass ich einfach gerne Spaß mit anderen habe. In jeder Beziehung, Zwinger. Was will sie uns damit sagen? Okay, können wir gleich noch ein bisschen flirten. Ich bin immer erpicht drauf, neue Dinge zu lernen. Hast du irgendeinen guten Rat für mich? Nee, das kommt nicht gut bei der. Schönes Wetter haben wir heute, findest du nicht auch? Bevorzugst du sonnige oder regnerische Tage? Gute Frage. Oh, schon wieder plus 5. Jetzt sind wir schon bei 20, Leute. Eindeutig Regen. Keine Feldarbeit und eine Menge Pfützen zum Hineinspringen. Okay, die hat halt keinen Bock auf Arbeiten, so richtig. Cool. Leb wohl. Ja, wir flirten morgen weiter. Uch. Ah, jetzt setzen sie sich alle hier ran. Guckt mal. Ist das cool, Leute. Nee. Nicht neben meine zukünftige. Ach, herrlich. Der summt sogar die Melodie, die gerade läuft. Das ist ja lustig. Oh, die unterhalten sich gerade, ob Jaroslava ein Auge auf jemand geworfen hat. Die ist aber schüchtern, sie sagt nichts. Ey, gucke mal, jetzt wären immer mehr. Ach, ist das geil, Leute. Das gefällt mir. Dieser Busch hier vorne könnte noch weg. Kann man den irgendwie entfernen? Ey, guckt mal, die kommen ja alle hier, ja, ist das cool? Setz dich neben mich, ich beiße nicht. Ach, geil. Mach ich gleich mal. Das ist doch ein schönes Bild von Thumbnail. Winterromantik am Lagerfeuer. Dieser Busch stört mich. Wie kann ich denn hier eigentlich wieder aufstehen? Achso, X. Kriege ich das hier nicht weg? Das ist ja doof. Vielleicht muss ich da irgendwie einen Hocker hinsetzen oder so. Aber cool, Leute. Das gefällt mir. Das hat was. Da kommt die nächste. Hey, die setzt sich jetzt neben mich. Ist ja nur noch der eine Platz frei. Hä? Hat die keinen Bock, neben mir zu sitzen? Stinkig? Ist das cool, Leute. Jetzt gucken wir mal bei den Leuten. Nö, die Stimmung steigt nicht wirklich. Also, ja. Aber cool. Dann sehen wir uns morgen wieder. Dann nehmen wir mal, machen wir den ganzen Fisch klar. Gehen nochmal
runter ins Dörfchen und kaufen uns Karottensamen und sowas. Und dann bauen wir das an. Cool, Leute. Dann freue ich mich auf morgen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.